Wir wollten euch noch mal was Cooles zeigen. Und zwar haben wir hier den Redkey W12. Das ist ein Waschsauger. Sowas hatten wir noch nie. Und der ist mega cool. Ich habe den jetzt schon mehrmals ausprobiert. Damit könnt ihr saugen, wischen und er hat eine Selbstreinigungsfunktion. Er steht schon hier in seiner Station. Hier ist das Ladekabel. Er hat noch zwei zusätzliche Bürsten, weil wenn man die benutzt hat, kann man die hier so einstecken zum Trocknen. Dann hat er hier für den Tank zu befüllen einen Becher und hier noch so eine Reinigungsbürste. Hier, das kann man so hochklappen. Wenn ihr den Tank ausleert, falls ihr Dreck da drin habt, kann ja sein, dass irgendwie Nüsse, sag ich jetzt mal, runtergefallen sind, dann kann man die auffangen. Und hier oben hat er noch so einen kleinen Haken, damit könnt ihr alle Haare und so entfernen. Er steht davon ganz alleine, also ihr müsst ihn nicht festhalten, das ist auch total gut. Hier ist die digitale Anzeige, einmal die Batterieanzeige. Hier wird nachher angezeigt, ob man mit viel Wasser oder mit wenig Wasser sprühen möchte. Und hier wird zum Beispiel angezeigt, wenn der Wassertank leer ist und hier, wenn der Schmutzwassertank voll ist und hier, wenn die Bürste blockiert ist, sei es durch Schmutz oder Haare. Er ist auch für alle Hartböden geeignet, sogar für Vinylboden. Er ist auch gar nicht laut, also er wischt auch sehr, sehr gut. Also wie gesagt, wir wischen immer mit wenig Wasser, weil wir einen sehr empfindlichen Boden haben. Und bis jetzt habe ich auch noch keinen Waschsauger gefunden, der meinen Boden reinigt, ohne irgendwie einen Schmierfilm drauf zu machen. Deswegen hatte ich auch bis jetzt nie einen. Und hier bei dem ist es einfach perfekt. Es gibt keinen Schmier auf dem Boden, gar nichts. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Wenn ihr mit dem Reinigen fertig seid, stellt ihr den Staubsauger wieder in die Station zurück. Jetzt saugt er ein bisschen Wasser an und dann wird das Ganze gereinigt. Danach entfernt ihr den Schmutzwassertank. Danach müsst ihr die Rolle auswechseln, weil die muss ja auch trocknen, und fügt eine neue trockene Rolle hinein. Und dann kann man die an der Seite einfach genau da reinstecken und dann trocknet die. Und falls ihr irgendwas aufgesaugt habt, irgendwie Sand oder so, der bleibt dann hier auf jeden Fall. Das könnt ihr dann auch nochmal rausnehmen und das kann man auch reinigen. Eine neue Rolle ist auch ganz einfach einzufügen. Einfach draufstecken. Ja, man muss sie noch nicht was dafür rausholen. Also es geht alles sehr, sehr einfach. Wir haben jetzt mal hier ein paar Kaffeeflecken auf dem Boden gemacht und auch Tee, aber den Tee sieht man leider nicht so. Und dann zeigen wir euch mal jetzt, wie gut er wischt. Wir sind super zufrieden mit dem Waschsauger, er reinigt den Boden super gut, auch bei unserem empfindlichen Boden, also ist überhaupt kein Problem. Wir setzen euch alle Links unten in die Infobox, schaut super gerne vorbei, das ist auch ein sehr, sehr günstiger Waschsauger. Hey Leute, mir geht's gut, keine Sorge. Heute zeige ich euch meine Favorites und ja, die sind auch schon hier neben mir. Und vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, das würde mich echt riesig freuen. Und dann würde ich mal sagen, starten wir jetzt mit dem Video. Woo! Mit was fange ich an? Fangen wir damit an. Also es ist so ein Ulala, das ist wirklich Ulala Lip Scrub von Rituals. Rituals, so. Ich glaube, Rituals wird es wirklich ausgesprochen. Ich weiß nicht. So, so sieht es auf jeden Fall aus. Und der ist auf jeden Fall mega und... riecht so gut. Also das Lip Scrub mache ich halt dann so drauf, wenn meine Lippen so richtig trocken sind oder auch schon so ein bisschen trocken sind. Wenn ich so merke, die sind schon ein bisschen trocken, dann mache ich es auf jeden Fall drauf und das, ich liebe einfach das Lip Scrub. Meistens mache ich es abends vor dem Schlafengehen, manchmal aber auch tagsüber. Dann habe ich noch ein Parfüm. Genau, das ist auf jeden Fall richtig gut und das riecht so gut. Also, bei jedem Mal riechen riecht es noch besser. Noch besser. Noch besser. So sieht das Parfüm aus und das ist auch pink. Also ich finde, das sieht auf jeden Fall richtig cool aus.
Das ist übrigens auch von Rituals. Kommen wir jetzt mal zu etwas Essbarem, würde ich mal sagen. Das sind Beauty Sweeties. Zuckerfrei und vegan. Zuckerfreie Häschen aus Fruchtgummi und fruchtigem Schaum. Also das sind die. Und die schmecken so lecker. Also die Mama und ich, wir lieben die, ne Mama? Ja, die sind echt mega. Es gibt Erdbeer, Himbeer, Mandarine, Birne, Apfel und Mango. Ganz schön viel. Also hier hinten steht, die sind glutenfrei, fettfrei, laktosefrei und zuckerfrei. Also man merkt gar nicht, dass die zuckerfrei sind. Also die schmecken wie die normalen Haribos, Drollis und so. Also sind richtig lecker. Noch eine essbare Sache, nämlich Käsegebäck von Alnatura. Also das ist richtig, richtig lecker. Ich liebe es einfach. Der ist so richtig knackig, käsig, knusprig. Käsig gibt es gar nicht, aber egal. Auf jeden Fall knusprig, so. Das nehme ich auch öfters mal mit in die Schule, so als Snack. Und ich liebe es einfach. Jetzt mal was ganz anderes. Nämlich, also ich bin danach ein bisschen, vielleicht, süchtig. Okay, schon. Nämlich Nägel. Ich bin so süchtig danach. Es gibt ja auch von Essence diese es gibt ja diese selbstklebenden Nägel und dann gibt es ja noch welche, wo man so ein Klebeding drauf machen muss. Dann muss man so eine Folie abziehen und dann kann man einen Nagel drauf machen. Das hält auf jeden Fall richtig gut. Ich habe da auch noch so ein ganzes Pack, also ich habe ganz viele davon. Und die sind so, so schöne Nägel und die einfach, also die sind von Trend It Up und die sind einfach so, so schön. Ich liebe die einfach. Na guck, ich mache jetzt mal Zufall und diese Feuchttücher, die sind von Lily Doo. Und das sind auf jeden Fall Feuchttücher. Packaging ist auch richtig nice mit so Pusteblumen und Blumen. Und die riechen auch so gut. Ich kenne es doch schon. Ja, ja, trotzdem. Ja, die riechen nach Baby so ein bisschen. Aber die sind echt mega gut. Also diese Feuchttücher, auch so generell Feuchttücher, werden bei mir für alles benutzt. Fürs Gesicht, für die Hände, fürs, wenn ich mal wieder im Auto Trick gemacht habe. Oder für den Schreibtisch. Ja, Schreibtisch, Handy, weil es sehr oft bedatscht. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Sitz oder so einen Fleck gemacht hat, dann, das geht so gut weg. Und das ist übrigens keine Werbung, also richtig gut. Und ich sag's euch, wenn ich die im Gesicht vertragen kann, dann könnt ihr sie bestimmt auch vertragen, weil ich habe eine sehr, sehr empfindliche Haut. Das nächste Teil ist von Rituals und ja, das ist eine Body Cream. Genau. Riecht so gut. Also die benutzt auch meine Mutter, weil die so gut riecht. Die ist echt mega. Ist sozusagen von der Serie Ritual auf Karma und ich habe auch noch einen Teil von Rituals, ist auch von der Karma Serie, nämlich ein Shower Foam Full of Kenntnis. Sieht man so aus? Kenntnis, ja. Also es ist auf jeden Fall so ein Duschgel. Genau, Duschgel. Duschschaum. Und jetzt alles riecht einfach so gut. Also die Ritual auf Karma Serie, die lieben wir einfach, weil das riecht einfach so, so gut. Also ich kann es euch auf jeden Fall nur weiterempfehlen.
Also ich habe noch ein paar mehr Sachen von der Karma-Serie, aber wenn ich jetzt alles davon zeige, dann geht es in diesem Video, dann wird es kein Favorites mehr, sondern ein Rituals-Video. ja, deswegen habe ich jetzt nur so ein paar Sachen mir rausgepickt. Vielleicht ist es auch ein Duft für euch. Jetzt mal was wirklich ganz, 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 ganz anderes. Ab dem fünften Monat, ich denke, ich bin schon älter als der fünfte Monat, von Baby Vita 100% Saft Karotten im Früchtesaft. Ja, Karotten. Also ich liebe einfach dieses Getränk, weil es schmeckt so fruchtig, lecker. Dann das nächste Teil. Wenn ich das jetzt einfach nur zeige, dann denkt ihr euch auch so, was ist das wohl? Also es ist ein Wimpernbürstchen. Damit kann man halt seine Wimpern bürsten. Genau, und das ist auf jeden Fall richtig gut. Das ist von For Your Beauty. Das ist... Müsste von Rossmann sein. Genau, Rossmann. Und ja, ist auf jeden Fall richtig gut. Also ich mache das immer so. Oh, nicht meine Haare kämmen. Ich mache erst so ein Gel drauf, ein Wimperngel. Und dann gehe ich mit dem Bürstchen dann da so. Und dann kämme ich meine Wimpern. Und dann haben die Volumen. So sieht das Wimpernbürstchen übrigens aus. Das nächste Teil ist von Art Deco. Und das Packaging ist auf jeden Fall auch wieder richtig cool. Und das ist eine Nagelfeile. Und das ist einfach richtig gut, die Nagelfeile. Ist auf jeden Fall. Ich liebe die. Ich finde es gut, dass das hier drin ist, weil dann kann man es nämlich richtig gut halten. Und auf beiden Seiten ist das gleich weich sozusagen. Also das ist jetzt nicht verschieden, dass wie bei den anderen Nagelfeilen, das so weich ist und auf der anderen Seite so kratzig. Das ist halt gleich. Das nächste Teil ist was zum Essen. Das ist nämlich von Tartex. Ein Haferbeit Nussriegel und der schmeckt richtig, richtig gut. Also ich kann ihn euch auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Dann habe ich vor kurzem was richtig, richtig Cooles entdeckt. Davon gibt es auch so mehrere Farben. Nämlich ein Make-up-Sponge-Halter, Aufbewahrungsbox, so. Hier sind halt Löcher, also kommt auf jeden Fall Luft. Und ich habe den gerade eben gewaschen, deswegen ist der jetzt so ein bisschen dick. Aber muss man hier unten drehen und dann kann man einfach rausholen. Und dann kann man schon sein Make-up oder Concealer auftragen. Also ich finde das Aufbewahrungsböckchen richtig cool, weil man es halt auch einfach so drehen kann. Und es hat dann hier an der Seite auch noch so ein bisschen Luft. Und hier sind halt auch die Löcher und die Farbe ist auch richtig schön. Unten sind auch noch Löcher. Also überall Luft. Und dieser Schwamm, den kann ich euch auch empfehlen. Der ist von Real Techniques, glaube ich. Also RT steht da. Real Techniques. Okay, auf jeden Fall auch richtig schöner Farbverlauf. Oben ist so dunkel und dann wird sie immer heller. Sieht man nur nicht jetzt so gut, weil du ihn eben gewaschen hast. Also tun wir den wieder hier rein. Ein Stapfen. So. Fertig. Ist auf jeden Fall richtig gut, wenn ihr auch zum Beispiel in den Urlaub fahrt. Das waren jetzt meine Favorites und ich hoffe, sie haben euch gefallen. Also ihr könnt ja auch mal schreiben, wenn ihr was davon nachkauft oder so, ob euch dieses Produkt gefallen hat, ja oder nein. Also schreibt es auf jeden Fall gerne in den Community-Tab rein. Würde mich nämlich mal interessieren. Also ich liebe einfach diese Sachen, besonders von Rituals. So Leute, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen dicken Daumen nach oben. Und wie immer grüße ich zwei Leute. Einmal die Sophie und einmal die Lara. Hallo ihr Lieben! Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!